Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir tun ja an diesem Abend wirklich was Gutes. Wir haben draußen zauberhaftes Frühlingswetter und wir betrachten die eigene Lage für so gravierend, dass wir uns hier in diesem Raum zusammengefunden haben. Also von daher sind wir in einer Weise staatsbürgerlich bewusst, wie die Regierung das von uns vermutlich gar nicht mehr haben will. Das ist etwas, was heute hier diesen Abend in Bautzen auszeichnet. Und meine Damen und Herren, man kann ja eigentlich, das sage ich jetzt als Rheinländer, man kann ja eigentlich Bautzen nur genießen. Wir haben uns beim letzten Mal schon darüber unterhalten, wenn man von der Autobahn runterkommt und sieht diese Silhouette. Wenn ich jetzt Amerikaner wäre, würde ich sagen, entspricht genau meinem Schönheitsideal, das sagen die ja nach der Verfassung, die strahlende Stadt auf dem Hügel. Wenn es das irgendwo in Deutschland gibt, ist es das hier. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass man in Bautzen ein ausreichend gutes Selbstbewusstsein hat, um mit allen Problemen dieser Welt fertig zu werden. Und was die Probleme anbetrifft, könnte man ja eigentlich denjenigen, die sich an diesem Wochenende in Hannover treffen, sagen, kommt doch mal nach Bautzen. Schaut euch eine Stadt an, die properer ist als viele andere und wo die Menschen in guter Nachbarschaft zu ihren Nachbarn leben wollen, und zwar zu denen in der Tschechischen Republik und in Polen. Ich sage das sehr bewusst im Zusammenhang mit dem Treffen, zu dem die Bundeskanzlerin in Hannover nicht nur den amerikanischen Präsidenten eingeladen hat, sondern auch die Staatschefs von Großbritannien, Frankreich und Italien. Meine Damen und Herren, aus meiner Sicht ist das der Fehler, den man nicht machen darf. Wenn man sich trifft, und warum soll man sich nicht in Hannover treffen, aus Anlass der Begegnung mit dem amerikanischen Präsidenten, da gehört dazu der polnische Nachbar. Man kann sich nicht in einem Direktorium westeuropäischer Staaten mit dem amerikanischen Präsidenten zusammensetzen und den öffentlichen Eindruck erwecken, als wären die Polen nichts wert. Das müssen wir alle teuer bezahlen. Und wir sehen doch derzeit sehr wohl, was in Polen los ist, dass es da eine Menge von Fragen gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und meine Damen und Herren, was für ein Bild gibt es für uns eigentlich und von uns in Europa? Wir müssen doch alle mitnehmen. Es reicht doch, dass es diese Bundeskanzlerin geschafft hat, was noch nie ein Kanzler in Deutschland fertiggebracht hat, dass wir mit dem Rest Europas über Kreuz liegen. Wir haben uns immer eine Menge drauf zugute gehalten, dass wir gesagt haben, wir müssen im Konvoi denken, wir müssen die anderen Europäer mitnehmen und dann machen wir ein Separatistentreffen in Hannover. Das wird uns Europa in der schwierigen Situation, in der wir uns befinden, so nicht verzeihen und auch nicht vergessen. Und meine Damen und Herren, wir haben vor wenigen Tagen Hans-Dietrich Genscher zu Grabe getragen. Das war immer die klare Message dieses Mannes aus Halle, der gesagt hat, wir dürfen in Europa keine Situation entstehen zu lassen, die nach Direktorium riecht, wo zwei oder mehrere versuchen, den Eindruck zu erwecken, für ganz Europa zu sprechen. Und wir müssen vor allen Dingen die Kleinen immer mit im Boot haben. Also jeder ist, wenn er mal seine Umgebung ansieht, Holländer oder Luxemburger. In Deutschland sind auch die Sachsen genauso klein wie die Rheinländer, alleine gegen Berlin. Das heißt, wenn wir diese Prinzipien der Zusammenarbeit nicht berücksichtigen, dann machen wir uns in Europa keine Freunde. Und das muss man im Zusammenhang mit dieser Einladung an diesem Wochenende sagen. So schön es ist, sich bei schönem Wetter in Hannover zu treffen. Das ist eine politische Aussage, die passt wie die Faust aufs Auge in die heutige Situation. Und man kann es eigentlich nur beklagen, weil es möglicherweise eine der berühmten verpassten Gelegenheiten sein wird. Und meine Damen und Herren, wir haben es ja mit einer polnischen Republik zu tun, die in offensichtlichen Schwierigkeiten ist. Jetzt leben wir ja alle seit Jahrzehnten mit unseren Nachbarn und ich fand immer das Sympathische bei unseren westeuropäischen Nachbarn, uns ist das eigentlich völlig egal, was in Frankreich los ist. Das regeln die Franzosen alleine, da mischen wir uns auch nicht ein.
Das Gleiche gilt für unsere holländischen Nachbarn. Auch da hat man dieses Empfinden, da kann passieren, was will. Wenn wir es mit den Angelsachsen zu tun haben, die mischen sich in alles ein. Da können wir machen, was wir wollen, Herr Drews. Die werden sich immer einmischen. Das heißt, wenn wir es mit unseren Nachbarn zu tun haben, machen wir Unterschiede. Wir sehen diejenigen, die sich genauso klug oder weniger klug verhalten wie wir und die Dinge dann innenpolitisch klären. Und wir sehen diejenigen, die versuchen, uns über ihre Interventionen immer zu maßregeln. Das geht irgendwie aus den Angelsachsen nicht raus. Und das hat uns ja in den letzten 2 Jahren in Europa in die größten Schwierigkeiten gebracht, auch im Zusammenhang mit unseren polnischen Nachbarn. Man muss sich ja die Warschauer Politik in diesen Tagen sehr gut ansehen. Aber ich sage ausdrücklich, das sollen, und wir sind ja hier in der Nähe der Grenze, das sollen die unter sich regeln, was die da zu verhackstücken haben. Das einzige Kriterium, was ich aus meiner Sicht für uns für relevant halte, wo ich sage, so oder so nicht, ist das, wenn die versuchen, eine Politik zu betreiben, vor allen Dingen gegenüber ihren osteuropäischen Nachbarn, Weißrussland und der Russischen Föderation, wo sie unsere Potenziale militärischer Art benutzen wollen, um ihre Politik gegenüber Weißrussland und der Russischen Föderation zu betreiben. Das ist aus meiner Sicht der zentrale, aber auch einzige Punkt, wo ich sagen kann, da muss man den Polen in den Arm fallen, wenn das die erklärte Politik der polnischen neuen Regierung sein sollte. Da muss man auch darauf achten, das würden wir uns von den Holländern und Franzosen auch nicht bieten lassen. Und das sehen die Franzosen im Augenblick bei all ihren Forderungen nach weiterem deutschen militärischem Engagement an ihrer Seite in Nordafrika. Das sind alles Dinge, wo es darauf ankommt, wie sehen wir unser Land selber und wie sehen wir unsere Nachbarn und wie versuchen wir darauf einzugehen, was in unserer Interessenlage ist. Und ich sage das wirklich als jemand, der heute voller, meine Frau sitzt ja auch hier, also wir beide, unser Hund auch, der ist ruhig. Wir sind heute über die Autobahn gefahren, gestern schon auf dem Weg nach Weimar. Wenn man die A4 sieht in Deutschland und vor allen Dingen, wenn man hinter Herleshausen weg ist, das ist ja wirklich eine Juwelenschnur deutscher Geschichte, mit der wir es da zu tun haben. Und wir waren gestern, wir sind das letzte Mal in Weimar vor 8 Jahren gewesen, wir waren gestern in Weimar und haben die Stadt nicht wiedererkannt. Ein Juwel in Europa, ja, und meine Damen und Herren, wenn wir das alles so zustande gebracht haben, dann wären wir doch mit dem Klammersack gepudert, wenn wir nicht unsere eigenen Belange selber wahrnehmen würden und sagen würden, wir haben hier in Europa ein Interesse am Frieden und an guter Nachbarschaft mit all unseren Nachbarn und wir lassen uns nicht schon wieder in unserer Geschichte gegen andere aufhetzen. Das muss die klare Botschaft von uns allen sein. Wir lassen uns nicht aufhetzen und wir lassen auch unsere Potenziale nicht gegen andere Völker in Stellung ziehen, nur weil es anderen dient und wir nichts davon haben und nur Elend. Und meine Damen und Herren, das kann man gerade an der A4 zwischen der Wachtburg und Görlitz in aller Dramatik und aller Deutlichkeit sagen. Es gibt keine deutsche Autobahn, die über Stunden hinweg so unsere nationale Geschichte deutlich macht und auch den Willen der Leute, das als Frieden zu behalten, was wir inzwischen haben. Und das ist das nationale Interesse unseres Landes. Und da kann die Bundesregierung aus meiner Sicht der Dinge sagen, was sie will. Das sind wir, die das wollen. Und die Bundesregierung muss das wissen. Und meine Damen und Herren, ich sage das in Zusammenhang mit meiner Achtung vor dem Freistaat Sachsen. Ich bin Rheinländer und
mache ja auch kein Hehl daraus. Ich will auch nicht, dass die Bundesregierung in Düsseldorf das Sagen bekommt. Und als unsere Fahrt hierhin anstand, haben wir natürlich, wie Sie auch, davon gehört, dass im Zusammenhang mit Freital es zu Einsätzen von Sondereinsatzkommandos gekommen ist. Meine Damen und Herren, wir legen bestimmt allergrößten Wert darauf, dass unsere Strafverfolgungsbehörden ohne Rücksicht darauf, wer es ist, gegen jedermann vorgehen, der den Rechtsfrieden stört. Aber meine Damen und Herren, man kann inzwischen in den großen deutschen Zeitungen nachlesen, dass es wohl Unterschiede der Beurteilung gegeben hat zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Bundesinnenministerium und damit der Bundesanwaltschaft, mit was man es da zu tun hat. Meine Damen und Herren, wir geben eine Menge an Staatlichkeit in diesen Jahren auf. Aber wenn wir unsere Bundesländer nicht so achten, wie sie sind, sondern uns übermächtig, offensichtlich um etwas unter Beweis stellen zu müssen, über die Rechte von Bundesländern durch den Generalbundesanwalt wegsetzen sollten, wie es in den großen deutschen Tageszeitungen steht, dann laufen wir eine größere Gefahr, als den meisten von uns hier in diesem Zusammenhang bewusst ist. Und ich sage das deshalb, weil im Zusammenhang mit der NSU ich auch auf der Liste stand. Und dann kriegt man natürlich, was diese Dinge anbetrifft, ein besonderes Verständnis für staatliches Vorgehen. Man hält das manchmal dann für überfällig an der richtigen Stelle. Und in diesem Zusammenhang waren wir platt, als wir dann zu Hause einen Besuch nach dem anderen hatten und man uns gesagt hat, das sind nicht 1000 Leute, die da auf der Liste standen, das sind 10.000 Leute, die da auf der Liste waren. Und meine Damen und Herren, das kann mir keiner klar machen, ob es nun 3, 4 oder 5 Hansel aus irgendeiner deutschen Stadt gewesen sind. Die schaffen es nicht, die staatliche Spitze dieser Republik auf eine Liste zu bekommen, es sei denn, sie haben Hilfe gehabt. Und meine Damen und Herren, ich weiß hier sehr wohl, was ich sage. Ich habe das in Zusammenhang mit einer Veranstaltung in Bayern auch so vorgetragen. Und dann steht in der Versammlung ein ehemals führender Polizeibeamter des Freistaates Thüringen auf, der dann später einer der führenden europäischen Polizeibeamten gewesen ist. Und er sagt, für uns als Polizeibeamte war es eine unfassbare Situation, dass wir bei Besprechungen beim Innenminister davon ausgehen mussten, dass wir mit den Führungsoffizieren dieser Gruppierung direkt oder indirekt es zu tun hatten, die mit uns dann in letzter Konsequenz auch am Tisch saßen. Ich habe das vor einem guten halben Jahr dem Herrn Bundespräsidenten geschrieben, denn wir haben alle kein Interesse an einem tiefen Staat in Deutschland. Und ich sage es hier mit allem Nachdruck, bis heute ist keine Antwort des Herrn Bundespräsidenten dazu eingegangen. Meine Damen und Herren, wir laufen Gefahr, in unserem Staat mehr zu verlieren, als uns lieb sein kann. Und deswegen müssen die Dinge auf den Tisch. Und wir haben ein Interesse alle daran, dass die staatlichen Einrichtungen funktionieren, weil das ist unser Schutz als Bürger, den wir haben. Wenn wir Misstrauen haben müssen oder die staatlichen Einrichtungen nicht mehr nach den Gesetzen vorgehen, dann, meine Damen und Herren, dann laufen wir in eine Situation, die es in Deutschland in 100 Jahren schon mehrfach gegeben hat und die niemand von uns mehr haben will. Und ich sage das insbesondere an die Adresse des Generalbundesanwalts. Ich habe volles Verständnis für jede Aktion in jedem deutschen Bundesland. Aber, meine Damen und Herren, es kommt doch darauf an, die Gesetze zu wahren. Wenn das wirklich das Postulat in dieser Republik ist,
dann kann ich nur sagen, ja, wo war denn eigentlich der Generalbundesanwalt, als wir einen völkerrechtswidrigen Krieg nach dem anderen losgetreten haben? Meine Damen und Herren, in unserer Verfassung steht drin, dass vom deutschen Boden aus kein Angriffskrieg mehr betrieben werden soll. Was war das denn mit Jugoslawien? Vor 2 Jahren hat der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder in Zusammenhang mit der Ukraine-Entwicklung gesagt, ja selbstverständlich, ich habe das Völkerrecht gebrochen, als ich den Angriffsbefehl in Zusammenhang mit Jugoslawien für deutsche Bomber gegeben habe. Meine Damen und Herren, haben Sie etwas vom Generalbundesanwalt in Zusammenhang mit diesem Krieg gehört? Ich nicht. Wie war es denn mit den anderen Kriegen? Haben Sie da was vom Generalbundesanwalt gehört, dass die jeweilige Bundesregierung Hilfsleistungen in der Regel für amerikanische Kriege gewährt hat? Sie haben alle nichts gehört. Das vermittelt sich doch. Wir haben bis in unser Soldatengesetz im Paragraphen 10 Absatz 2 Bestimmungen darüber, dass jeder deutsche Soldat das Völkerrecht zu achten hat und wenn er es nicht tut, ins Gefängnis wandert. In Zusammenhang mit völkerrechtswidrigen Angriffskriegen ist die Strafbestimmung lebenslänglich. Wenn die Bundesregierung sich dadurch exkulpiert, dass man einfach nur schweigt und der Generalbundesanwalt dieses Schweigen unterstützt, ja, meine Damen und Herren, was sollen wir dann noch von unserer Verfassung halten? Und etwas anderes als die Verfassung haben wir für unser Leben nicht. Sonst sind wir der Willkür ausgesetzt. Und das, was wir uns doch eigentlich in Deutschland in die Hand versprochen haben, war der Umstand, wir wollen nicht mehr der Willkür ausgesetzt sein. Wir sind selbstbewusste Bürger. Wir achten das Recht und erwarten auch von unserer Regierung, dass sie dieses Recht genauso achtet wie wir. Und deswegen, meine Damen und Herren, das kann man an diesen Tagen besonders gut deshalb aussprechen, weil sich natürlich in Hannover diese Leute treffen, die auf unser Schicksal Einfluss haben und die darüber befinden, wie es mit uns weitergeht. Und meine Damen und Herren, ich sage das auch an die Adresse der Bundeskanzlerin. Ich habe bei der letzten Veranstaltung hier bei Ihnen gesagt, der können wir möglicherweise Minsk II verdanken, weil wir sonst vor 2 Jahren den Schießkrieg in Europa schon bekommen hätten. Aber meine Damen und Herren, ich habe mich natürlich auch wie in Kreisel gedreht, als ich vor einigen Monaten den Begriff von ihr hörte, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Ja, meine Damen und Herren, an diesem Wochenende wird es den Beweis dafür geben, ob sie es kann, ob sie es tut, ob sie es macht, ob sie es muss. Die Fluchtursache, die sitzt ihr doch gegenüber, ist doch der amerikanische Präsident. Meine Damen und Herren, wir haben doch alle zu unserem Erstaunen gehört, Fluchtursachen werden dadurch bekämpft, dass man in den Flüchtlingslagern um Syrien herum den Leuten die Essensrationen sperrt, kürzt oder unmöglich macht, damit der nötige Vertreibungsdruck in diesen Lagern in Richtung Europa geschaffen wird. Das war ja das, was wir seitens der Bundesregierung seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr hören. Aber die Fluchtursache, um die es wirklich geht, das sind doch die amerikanisch geführten Kriege zwischen Afghanistan und Timbuktu. Meine Damen und Herren, die Vereinigten Staaten legen die Welt südlich und südöstlich von uns in Schutt und Asche. Und dann erwarten wir, dass die Leute in ihren Gräbern bleiben, nachdem wir ihre Gesellschaften zerstört haben, nachdem wir Kulturnationen, die auf 5.000, 6.000 Jahre Geschichte zurückblicken können, nachdem wir die geschändet haben, erwarten wir, dass die Leute da bleiben. Dann kann ich doch nur sagen, liebe Bundeskanzlerin und vor allen Dingen liebe deutsche Presse, muss das sein, dass ihr uns sowas erzählt? Wenn ihr Fluchtursachen bekämpfen wollt, dann fallt doch mal dem Obama in den Arm und sagt, wir machen nicht mit.
Und wie kann man ein Bündnis mit dieser Macht betreiben, wenn wir anschließend daran ersticken? Das sind doch alles Dinge, wo ich nur sagen kann, es hat seit Jahrzehnten in Deutschland keine Situation mehr gegeben, dass wir an der eigenen Bundesregierung in einer zentralen nationalen Frage so verzweifelt sind wie an dieser Bundesregierung. Und deswegen die Frage ist, was dient uns Deutschen mehr? Sie haben es ja eben gesagt, Herr Drews. Was dient uns mehr? Ein Tag länger oder ein Tag schneller? Das ist doch die große Frage im Zusammenhang mit dieser Bundesregierung. Und man muss das ja im Zusammenhang mit der Entwicklung des gesamten letzten Jahres sehen. Man hat ja den Eindruck erweckt, als wäre das über Nacht über uns gekommen. Und man hätte keine Vorbereitungen treffen können. Jetzt will ich Ihnen ja nicht vorwerfen, dass der Bundesinnenminister einen Dresdner Wahlkreis hat. Da kann man nichts für, denn der Mann ist aus Bonn. Also kann man das hier in Sachsen gelassen sehen. Nur, können Sie sich das vorstellen, uns filzen Sie, wenn wir 10 Kilometer zu schnell gefahren sind. Und dann lassen Sie mehr als 500.000 Menschen unentdeckt, unerkannt, unregistriert nach Deutschland reinkommen. Ist das noch ein Mann, der sich Bundesinnenminister nennen darf, der seinen Hut noch nicht zurückgegeben hat? Das ist doch eine Frage der Ehre, dass man eine solche Regierung nicht tolerieren darf. Und meine Damen und Herren, das, was im letzten Jahr im Sommer dann richtig als Lawine über Migrationsbewegungen losgetreten worden ist, das war doch schon seit Jahren bekannt. Die Bundeskanzlerin hat doch selber darauf aufmerksam gemacht, wie lange sie das schon wusste. Haben Sie jemals in den zurückliegenden 3 Jahren etwas davon gehört, dass Sie darauf angesprochen worden sind als Regierungspolitik? Wenn man sich selber so atemlos machen will, dass man zu keiner vernünftigen Handlung fähig ist, dann macht man das. Oder, das kann man ja jeden Monat in der Süddeutschen Zeitung in den Artikeln von Herrn Soros nachlesen, oder es ist eine gezielte Politik gegenüber uns und unserem Land und unseren Nachbarn. Und meine Damen und Herren, sobald man das ja sagt, wird man bestenfalls, das ist ja noch harmlos, als Pakt beschimpft, seitens einer Bundesregierung, die von uns ins Amt gekommen ist. Ja, meine Damen und Herren, es ist doch eine Frage des Verstandes. Jeder von uns kann doch eins und eins zusammenzählen und sagen, wohin führt eine Politik, wenn ich das so betreibe? Und meine Damen und Herren, wir haben doch unsere nationalen Grenzen aufgegeben und Schengen bekommen, weil man uns gesagt hat, wir können die Außengrenzen der Europäischen Union schützen. Das ist doch die Bedingung des einen für das andere. Und meine Damen und Herren, wenn ich doch die Erkenntnis habe und die schon seit Jahren und nichts tue, dass ich die Außengrenzen gar nicht geschützt bekomme, ja, dann muss ich doch wieder auf den Status zurückfallen, den ich vorher hatte, den Schutz der eigenen nationalen Grenzen, damit wir keine Migrationsentwicklung dieser Art bekommen. Und meine Damen und Herren, ich sage das auch mal in Zusammenhang mit unserer Politik gegenüber der Russischen Föderation. Die ersten, die nach dem Ende des Kalten Krieges eine millionenfache Migrationsbewegung bekommen haben, war die Russische Föderation. Wir haben uns in den 90er Jahren, damals noch in Bonn, immer gewundert, warum das so totgeschwiegen worden ist. Und offensichtlich nur wir das wussten, was ja nicht ging, wussten andere ja auch. Die Russen haben eine millionenschwere Migration aus der damaligen Volksrepublik China, sind sie heute nur noch China, nach Sibirien und Russisch-Fernost bekommen. Die Russen haben mit den Chinesen zusammen eine Erfahrung darüber, wie man diese millionenschwere Migrationswelle
nicht nur stoppt, sondern die Migration zurückführt. Meine Damen und Herren, wenn es darum geht, vernünftige Ideen in Zusammenhang mit einem weltweiten Phänomen entwickeln zu können, ja, dann rede ich doch mal auch mit unseren Nachbarn darüber, wie man mit einer solchen Situation fertig wird, anstatt mit Herrn Erdogan Deals zu betreiben, die nur auf unserem Rücken ausgetragen werden. Und ich habe in Zusammenhang mit einem Buch, was ich über die Zeit der Wiedervereinigung und die heutige Entwicklung im Juni publizieren werde, unter dem Titel »Die Akte Moskau«, in die damaligen Akten von mir aus der Zeit der Wiedervereinigung natürlich nochmal nachgelesen. Was ist denn damals in Moskau alles besprochen worden? Was habe ich da alles behandelt? Und ich kann nur sagen, die Migrationsdimension war damals fast der zentrale Punkt der Gespräche im Kreml und vor allen Dingen mit Herrn Fahlin, der ja vielen in Deutschland sehr gut bekannt ist. Und die damalige Situation ist etwas, was wir auf Dauer sehen müssen. Und es wurde von den Russen formuliert, die davon gesprochen haben, dass nach ihrer Einschätzung vom indischen Subkontinent sich etwa 300 Millionen Menschen auf den Weg machen könnten zu uns. Aus China wissen wir, dass die eine Gesamtzahl von etwa 100 Millionen Menschen haben, die als Wanderarbeiter in China unterwegs sind. Und wir sehen gerade in der heutigen Situation bei der wirtschaftlichen Entwicklung in China, die Chinesen müssen in jedem Jahr ein Wachstum des Bruttosozialproduktes von um die 6,5% haben, weil wenn es drunter geht, die Arbeitsplätze nicht mehr schaffen können. Und die brauchen jedes Jahr 17 Millionen neue Arbeitsplätze, um mit der steigenden Bevölkerung fertig zu werden. Wenn das nicht gelingt, sind die Grenzen, die China hat, nur Papier. Und deswegen ist das doch, was wir hier betreiben, eine Frage der Ignoranz, wenn wir nicht deren Rat einbeziehen in unsere heutigen aktuellen Überlegungen, die das gerade hinter sich gebracht haben oder in einer Dimension vor sich haben, wo wir selber noch betroffen sein werden. Und deswegen, meine Damen und Herren, kann man da von der Bundesregierung etwas erwarten? Ich sehe gar nichts. Und das wird auf unserem Rücken ausgetragen und das nehmen wir nicht hin. Und deswegen lassen wir uns auch nicht als Pack beschimpfen. Wir sind die Bürger dieses Landes und die Regierung ist von uns abhängig, nicht umgekehrt. Und das sollte man in Deutschland nicht vergessen. Und meine Damen und Herren, wir sehen ja auch im Zusammenhang mit der Türkei, auf was wir uns da einlassen. Ich sage das mal im Zusammenhang mit einer längerfristigen Beobachtung der gesamten Situation. Ich bin nicht in einer Situation, für Herrn Erdogan Verständnis aufbringen zu müssen. Das ist der Präsident eines anderen Landes und da kann man auch pfleglich mit umgehen. Da muss man nicht im ZDF die Hosen runterlassen. Kann man sachlich mit sich auseinandersetzen. Nur, der sieht natürlich auch, wie das Ergebnis der von ihm bewerkstelligten Politik ist. Dass wir die Probleme in Syrien haben, hat ja was damit zu tun, dass er über viele Jahre hinweg mit Assad der dickste Freund gewesen ist. Und dann aus seinen nationalen Gründen die kriegerische Entwicklung in Syrien mit befördert hat. Die Flüchtlinge, über die er klagt, das ist das Ergebnis seines Tuns. Das muss man mit allem Nachdruck sagen. Und wir haben im Zusammenhang mit der Türkischen Republik so unsere Erfahrungen gemacht. Schauen Sie sich mal in Köln und in Stuttgart um, dann wissen Sie, wovon ich rede. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung Türkische Republik gegen Kurden, als sie nur etwas linker gestrickt waren, als das heute der Fall ist, hat es eine Allianz zwischen den
türkischen Großgrundbesitzern und der türkischen Regierung gegeben. Und als Ergebnis dieser Allianz hat man in den kurdischen Siedlungsgebieten 3000 Städte, Dörfer, Gehöfte platt gemacht und hat 6 bis 8 Millionen Kurden aus diesen Gebieten, um Schussfeld zu bekommen, vertrieben. Die sind heute in Izmir und die sind heute in Istanbul. Die sind aber heute auch in Köln und in Stuttgart. Und meine Damen und Herren, alles das, was sich im Zusammenhang mit den Kurden abspielt, wird auf dem Rücken Deutschlands ausgetragen. Und meine Damen und Herren, da haben wir keine Aktien drin. Warum sollten wir? Warum sollte die türkische Republik nicht pfleglich mit ihren Landsleuten umgehen? Es sind ja schließlich Türken, auch wenn sie kurdischer Ethnie sind. Es sind Leute, die den türkischen Pass haben. Und die Türken haben 24 Völkerschaften in ihrer Nation. Ja, meine Damen und Herren, wenn das nur noch Türken sein sollen und der Rest ist bei uns, dann können wir Deutschland aufgeben. Und das sind die Dimensionen, die unsere Bundeskanzlerin im Zusammenhang mit jeder Vereinbarung mit Herrn Erdogan aufmacht. Die Visaerleichterungen oder die Abschaffung von Visa haben ja da eine Dimension. Und dann soll man uns nicht weismachen, wir könnten nicht aus historischen Erfahrungen, die gerade mal 30 Jahre zurückliegen, Schlüsse ziehen. Aber die Krux liegt irgendwo anders. Herr Erdogan hat sich mit den Israelis überworfen. Aus welchen Gründen auch immer und vor mehreren Jahren. Und wir sind mit der Bundeswehr in den kurdischen Gebieten des Irak zugange, die massiv von den Israelis unterstützt werden. Natürlich in Richtung gegen die türkische Republik. Ja, meine Damen und Herren, was veranlasst uns, in die Konfliktlage Dritter so einzusteigen, dass wir unsere Bundeswehr als Speerspitze für israelisch-kurdische Überlegungen gegen einen Bündnispartner in der NATO nutzen? Wenn wir so viel Schizophrenie weiter betreiben, dann glaubt niemand mehr daran, dass wir in der Europäischen Union oder in der NATO sind. Da brauchen wir diesen alten, von Ihnen gebrauchten Satz von Lord Istanbul: Die Russen raus, die Amerikaner rein und die Deutschen drunten. Den Satz braucht man gar nicht mehr zu verwenden. Dann wissen wir nämlich, wo wir angekommen sind. Und meine Damen und Herren, irgendwie haben viele von uns das Gefühl, dass wir das unserem Land nicht antun sollten. Jetzt leben wir alle in der Welt, in der wir uns befinden. Und es macht wenig Sinn, in Träumereien zu verfallen. Jeder regelt die Dinge nach seinen Interessen. Und das ist vielleicht die größte Krux, mit der wir es in Deutschland zu tun haben, dass wir keine Diskussion über unsere nationalen Interessen haben. Was sind eigentlich unsere Werte? Also wir können das nicht dadurch ablegen, dass wir immer sagen, das steht im Grundgesetz, was doch sowieso. Wenn selbst ehemalige alte bayerische Minister, die Bundesminister waren, damit renommiert haben sie, dass sie das Grundgesetz nicht jeden Tag unterm Arm hatten. Ja, warum sollen wir es jeden Tag vor Augen haben? Aber ich muss doch wissen, wofür unser Land steht. Und ich muss doch darüber Diskussionen haben. Meine Damen und Herren, das ist das, was uns in Deutschland fehlt und was uns auch Berlin nicht liefern kann. Das sind ja die Dinge, die wir nüchtern feststellen müssen. Wir haben eine Situation des Umzuges von Bonn nach Berlin bekommen, die uns mit einem anderen Land konfrontiert hat. Ich habe für Berlin gestimmt, also obwohl ich Rheinländer bin, ich muss mir da nichts vorwerfen lassen im Zusammenhang mit Berlin. Nur die Bundesregierung, die wir in Bonn hatten, der Deutsche Bundestag, den wir in Bonn hatten, die deutsche Presse, die wir in Bonn hatten, waren ganz anders gestrickt als das, was in Berlin angekommen ist. Wir haben, als wir nach Berlin umgezogen sind, einen Großteil der nationalen Kompetenzen
an EU-Brüssel abgegeben. Jetzt sitzt in Berlin eine Bundesregierung, die die wichtigsten Gesetzentwürfe von amerikanischen Anwaltskanzleien sich schreiben lässt. Meine Damen und Herren, in der deutschen Verfassungsgeschichte hat es noch nie eine Situation gegeben, dass nicht unsere Ministerien jeden Gesetzentwurf formulieren konnten, der dem Parlament vorgelegt werden musste. Das ist mit Berlin anders geworden. Das machen jetzt amerikanische und britische Anwaltskanzleien. Meine Damen und Herren, so geht das tradierte Wissen einer ganzen Nation verloren. Denn das, was in Brüssel ankommen sollte, hat bei weitem nicht das ausgeglichen, was in Berlin abgegeben worden ist. Und meine Damen und Herren, wir wollen doch alle nicht in einem seelenlosen Staat, in dem andere entscheiden, wach werden. Das will doch niemand von uns, jedenfalls nicht diejenigen, die schon mal eine gewisse Zeit oder Zeit ihres Lebens in einer anderen Situation gelebt haben, wo sie glaubten und nachgewiesen wurde, dass sie auf ihr Schicksal Einfluss nehmen konnten. Und meine Damen und Herren, das ist die Konsequenz des Umzuges nach Berlin. Und das müssen wir ganz nüchtern sehen, denn es betrifft ja auch den Deutschen Bundestag, es betrifft auch die nationale Presse. Meine Damen und Herren, wir haben doch, niemand von uns hat was gegen einen anderen, auch nicht gegen Journalisten. Das sind in der Regel heute hochqualifizierte Leute in einer Situation, wo die Pressehäuser dieses Landes nur noch in wenigen Händen sind. Was sollen die armen Schweine machen mit dem, was sie wissen? Sie können es doch nicht schreiben. Wenn sie es schreiben, kriegen sie die freundliche Aufforderung, es doch irgendwo anders zu machen, und anders gibt es für die nicht. Das ist doch die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben. Und meine Damen und Herren, ich habe eben gesagt, ich habe die Dinge noch mal mit Herrn Fahlin in den Akten nachgeblättert. Ich habe bei dem damaligen Gespräch mit ihm immer wieder gesagt, warum sind wir eigentlich in einer besseren Situation als Sie? Der hat ja schonungslos seine eigene Lage beschrieben, brauche ich gar nichts zu sagen. Aber weil wir eine pluralistische Gesellschaft sind, weil wir Meinungsvielfalt als existenziell für unseren Staat ansehen und weil wir eine Presse haben, die die unterschiedlichen Strömungen, die es in der deutschen Bevölkerung gibt, zum Ausdruck bringt. Deswegen ist Pluralismus etwas, was für einen fortschrittlichen Staat existenziell ist. Und meine Damen und Herren, wenn Sie, wie ich auch, seit 2 Jahren in Zusammenhang mit der Ukraine und mit anderen Themen deutsche Tageszeitungen der nationalen Ebene aufschlagen, Sie können sich doch die Vielfalt von Zeitungen eigentlich sparen. Wenn Sie eine gelesen haben, haben Sie alle gelesen. Und das sind doch die Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Wir fordern doch nicht revolutionäre Umstände nach dem Motto, irgendwo an der Straßenecke lauert das neue Heil und da wollen wir hin. Das wollen wir doch gar nicht. Wir sagen nur, die zentralen Bereiche unseres Lebens, die es uns auch möglich gemacht haben, Bautzen, Weimar, Neuss und Pfaffenhofen aufzubauen, die wollen wir uns erhalten wissen. Und wir wollen keine Bundesregierung, die uns diese Möglichkeiten schmälert. Das wollen wir nicht. Und meine Damen und Herren, das steht an diesem Wochenende in Hannover natürlich an, in Zusammenhang mit der Frage, was wird eigentlich mit TTIP? Und das ist in Hannover eine spektakuläre Situation. Der Vizekanzler kommt aus VW-Land. Und wenn Sie sich die deutschen Gewerkschaften ansehen, dann können Sie sich selber ein Urteil darüber machen, welche von diesen Gewerkschaften ist für TTIP zu haben
Und welche Automobilarbeitergewerkschaft ist für TTIP? Aus weltweiten ökonomischen Konzerngründen. Haben Sie darüber mal eine Diskussion im Deutschen Bundestag erlebt? Ich nicht. Und sie wäre so wichtig. Und meine Damen und Herren, TTIP, das kann man doch im Zusammenhang mit der Abgasüberlegung nun wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen. Heute ist ja Daimler dran. Es wird jeder drankommen, der den Amerikanern ökonomisch in die Quere kommt. Das haben wir in den 90er Jahren. Das haben wir in den 90er Jahren gesehen, als die großen deutschen Unternehmen alle zur Wall Street gestrebt sind. Und was haben die bezahlen müssen, um da wieder wegzukommen? Und meine Damen und Herren, Sie brauchen sich dann nur die amerikanische Gesetzgebung über Schadstoffausstoß bei Benzinmotoren und bei Dieselmotoren anzusehen. Jetzt verteidige ich keinen bei VW, aber ich muss diesen Hintergrund da auch sehen, dass da Regeln über Dieselmotoren deshalb so sind, wie sie sind, weil sie keine Dieselmotoren in nennenswerten Umfang produzieren und sich natürlich jedes Instrument in die Hand haben geben lassen, um gegen ökonomisch erfolgreiche Wettbewerber, die Diesel produzieren können, vorzugehen. Das sind ja alles Dinge, wo ich nur sagen kann, nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, warum wird über diese Dinge nicht geredet und uns Aufschluss darüber gegeben, unter welchen Umständen wir mit den Amerikanern einen gewiss lukrativen Handel betreiben können. Immer so lange, bis dass man uns den Hals umdreht. Das sind ja Dinge, die wir sehen müssen. Und wir müssen ja ein weiteres sehen. Was bedeutet eigentlich TTIP für unseren Staat? Und das muss man ja in einer Kombination von anderen Überlegungen sehen. Ist das der Anfang für eine negative Entwicklung? Oder ist das sogar so etwas wie der Schlusspunkt für Deutschland? Wir haben vor einigen Monaten gesehen, dass die Bundesregierung mit der sie tragenden fantastischen Mehrheit im Deutschen Bundestag über die förmliche Abschaffung des Parlamentsvorbehaltes die deutsche Bundeswehr in die Hände des amerikanischen Präsidenten gegeben hat. Der amerikanische Präsident über den NATO-Oberbefehlshaber ist heute derjenige, der darüber entscheidet, wo unsere Soldaten so eingesetzt werden, dass wir aus diesem Schlamassel weltweit nicht mehr rauskommen können. Das heißt, wir haben als souveränes Land, ob wir souverän sind, in welchem Maße, kann man ja drüber reden. Wir haben aber das, was noch zu den Kernbereichen unseres Staates gehörte. Die Bereitschaft, über den Einsatz unserer Streitkräfte selber zu entscheiden, in die Hände der NATO und damit des amerikanischen Präsidenten gegeben. Meine Damen und Herren, das haben unsere Soldatinnen und Soldaten nicht verdient, dass sie Söldner für Dritte werden, denn das ist nicht mehr. Und meine Damen und Herren, der zentrale Punkt im Zusammenhang mit TTIP ist doch die Frage danach, brauchen wir dann überhaupt noch eine Regierung und brauchen wir dann noch Parlamente? Denn, und da kommt es auf Herrn Gabriel fast zentral zu und an, wir gehen davon aus, dass wir eine mit Maßen noch funktionierende Rechtsprechung haben. Und wir gehen auch davon aus, dass unsere staatlichen Institutionen jedenfalls noch da sind. Aber wenn wir Klagen von global tätigen Unternehmen wegen ihrer Gewinnerwartungsbeschlüsse, die sie haben, gegen die eigene nationale Regierung oder gegen Europa zulassen,
dann können wir auf Regierung und Parlament verzichten. Ob das nun Schiedsgerichte sind oder internationale Handelsgerichtshöfe. Das, was man mit den internationalen Handelsgerichtshöfen sich da hat einfallen lassen, das täuscht doch nur darüber hinweg, dass Unternehmen durch Beschlüsse, auf die dieser Staat keinen Einfluss hat und die die Gewinnerwartungen optimieren sollen, dass die Unternehmen mit diesen Beschlüssen gegen uns als Staat, denn wir sind nicht nur das Volk, wir sind auch der Staat, bei Schiedsgerichten oder internationalen Schiedsgerichten tätig werden können. Meine Damen und Herren, ich hab vielleicht sogar Verständnis dafür, dass die Amerikaner mit diesen Überlegungen gekommen sind. Es ist das eine, über ökonomische Entwicklungen zu reden. Wenn das nicht zum Tod der deutschen Industrie führen soll, kann man ja darüber reden. Aber VW und Daimler machen ja jetzt schon ein anderes Fass in dieser Dimension auf. Nur, das ist das eine. Das andere ist aber, wenn ich Schiedsgerichte der Art, wie die Amerikaner das vorgeschlagen haben, etabliere, dann schaffe ich für die Wall Street-Anwälte ein neues Geschäftsfeld, das in der gleichen Qualität aussieht wie eine Erdölbohrung. Das heißt, ich habe eine Quelle, die immer sprudelt. Jetzt kann ich natürlich vor dem Hintergrund der Demokratischen Partei, und Sie haben eben, Herr Drews, darauf aufmerksam gemacht, auf die Clintons. Ich kann natürlich sagen, gut, ich will denen ökonomische Optionen bieten, die meinen Wahlkampf in der Größenordnung von 3 Milliarden im Wesentlichen finanzieren. Das sind die Wall Street-Anwälte. Ja, meine Damen und Herren, wenn ich das doch weiß, erwarte ich doch von der Bundesregierung hinhaltend Widerstand und Ablehnung solcher Überlegungen. Wollen wir unser Volk und wollen wir unsere Nation amerikanischen Wall Street-Anwälten ausliefern? Das kann es doch nicht sein. Dafür sind wir doch nicht Bürger eines unabhängigen Staates. Dass wir ökonomisch zusammenarbeiten, gar keine Frage, aber doch nicht zum Preis der Aufgabe dessen, was an Souveränität in diesem Lande noch übrig geblieben ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, das Wochenende entscheidet über uns in einer Art und Weise, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und dass es sich lohnt, als Bürger auf die Straße zu gehen und sich zu artikulieren und auch als Bürger selbstbewusst in Versammlungen zu sein und sich zu artikulieren, sehen wir doch im Zusammenhang mit der Ukraine-Entwicklung. Als wir uns vor ein paar Monaten hier noch gesehen haben, war die Lage ja noch dramatischer, als sie im Augenblick ist. Meine Damen und Herren, die Menschen, die sich mit Mahnwachen, Montagsdemonstrationen und Gott weiß, was auf der Straße gezeigt haben und ihr Wort gegen den Krieg geführt haben, haben diesen Krieg mehr verhindert als alles andere. Vor 2 Jahren standen wir vor dem Schießkrieg. Amerikanische Privatsöldner in Bataillonsstärke waren an der russisch-ukrainischen Grenze unterwegs und haben alles getan, um die Stimmung aufzuheizen und zum Bürgerkrieg kommen zu lassen. Wenn ich die kriegstreibenden Senatoren aus den Vereinigten Staaten wie McCain und andere mir ansehe, dann war doch vor gut einem Jahr alles drauf und dran, Waffen in die Ukraine zu liefern. Und wozu hätte das geführt? Zu den bekannten Ergebnissen, die in Europa schon 2-mal nur zum Elend geführt haben. Und da ist es doch kein Wunder, dass wir sagen, nein, das wollen wir nicht. Das ist nicht unsere Welt. Und meine Damen und Herren, das ist natürlich jetzt auch die Frage an unseren polnischen Nachbarn. Wir lassen den da nicht raus. Die Leute, die auf dem Maidan eingesetzt waren, haben, wenn die internationalen Presseberichte zutreffen, ihre Trainingsausbildung auch in Polen bekommen. Meine Damen und Herren,
Welche Veranlassung haben wir, es sei denn, wir folgen irgendwelchen großpolnischen Träumen, revolutionäre Umstände in einem Nachbarland zu schaffen? Aber das, was offensichtlich in Polen umgeht und was Sie, Herr Drews, danke, Zweter, war Sie ja schon angesprochen haben, ist die Überlegung, dass man sagt, wir schaffen einen Riegel zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Auf die Art und Weise kriegen wir die Franzosen, die Holländer, die Deutschen von den Russen getrennt und die Beziehungen nur noch unter polnischer, amerikanischer und Gott weiß welcher baltischer Kontrolle. Meine Damen und Herren, da kann ich natürlich als Rheinländer nur sagen, in dem Beutel haben die Korinthen. Das geht nicht. Da müssen wir uns gegen wehren. Was in aller Welt soll mich veranlassen, zuzustimmen, dass in Warschau darüber entschieden wird, welche Beziehungen ich zur Russischen Föderation haben soll? Und meine Damen und Herren, mit was... Mit was wir da spielen, das sieht man doch, wenn man auf die Landkarte blickt. Von der estnischen Stadt Narva nach St. Petersburg sind es schlappe 150 Kilometer. Da stehen jetzt NATO-Panzer. Und die sollen demnächst in Brigade, möglicherweise größerer Stärke, ständig zwischen Rumänien und Bulgarien und den baltischen Staaten hin und her geschoben werden. Meine Damen und Herren, wenn man demnächst nach Osten fährt, von hier aus mit dem Wagen, ich habe ja gehört, der ein oder andere geht schon mal gerne in Krakau ein Bier trinken, ja, dann kommt man in Länder oder in Gegenden, wo ständig Manövereinsätze sind. Das ist doch das optische Bild eines Krieges. Haben wir das gewollt? Mit Sicherheit nein. Und im Zusammenhang mit NATO-Panzern vor Leningrad kann ich nur sagen, muss das sein? Ich habe es ja selber mal erlebt, als man von mir nukleare Angriffsbefehle, habe ich ja beim letzten Mal gesagt, auf Dresden erwartet hat. Es gibt in der Allianz, in der NATO eine Linie, wir müssen rausfinden, zu was man die Deutschen bringen kann. Und so waren auch diese nuklearen Angriffsbefehle auf Dresden zu verstehen. Rauszufinden, zu was wir uns erniedrigen, um der NATO zu gefallen zu sein. Und meine Damen und Herren, das gilt natürlich auch, wenn ich in Moskau sitze, das Schicksal von Leningrad aus dem Zweiten Weltkrieg vor Augen habe und dann eine kriegslüsterne USA mit ihren Panzern 150 Kilometer von Petersburg entfernt stationiert habe. Meine Damen und Herren, das sind Dinge, so haben wir uns am Ende des Kalten Krieges die europäische Entwicklung nicht vorgestellt. Wir wollten sie auch nicht. Und dass sich in Osteuropa unsere Nachbarn, die auf unsere ökonomische Hilfe angewiesen sind, zu sowas bereit finden, ist etwas, worauf wir achten sollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus